Willkommen zurück bei Let's Play Lego Dimensions. Wir sind auf dem Weg zum Versteck von Lord Vortec. Und es ist gar nicht mal mehr so weit weg. Okay, hier muss wieder alles schön getimed werden. Aber ich glaube, die Reihenfolge, in der wir die Cubes betreten, ist egal. Man soll das zwar mit den Portalen machen, aber selbstverständlich kann ich mir das Leben auch mit Hilfe der Hexe einfacher machen. Und zwar fliege ich einfach und warte, bis die Geschichten oben angezeigt werden und ich sie betreten kann. Aber dann falle ich doch tatsächlich noch runter und verkacke es. Na gut, das habe ich erwischt. Und wenn ich mich beeile... Ach nee, das... Verdammt, ich wollte jetzt gerade das Portal nutzen, aber es war kurz deaktiviert. Jetzt muss ich dann doch wieder hier fliegen. OMG. Aber ich merke gerade, das hat die Sache nur komplizierter gemacht. Ich hätte bei den Portalen bleiben sollen. Naja, ist egal. Ist vollkommen wurscht. Beides ist möglich, beides ist okay. Wow, wo kommt denn der Feuerphönix her? Klasse. Der hat den Weg angezündet. Sag mal, geht's noch? Was nun? Etwas suchen? Oder Elementfähigkeit? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich suche, da auf der anderen Seite ist. Garantiert sogar. Garantiert sogar. Gut, dann hoffe ich mal, dass der Batman genau da stehen bleibt. Oh Mann, ich will zu ihm wechseln. Ja. Genauso habe ich es geplant. Mit ihm rübergehen, mit den anderen die Suchschose aktivieren und dann halt wiederum mit Batman das Dimensionsloch finden. Kein Problem. Wir brauchen einen Wagen. Was ist das denn? Sind das nicht Stücke aus Zauberer von Oz? Das sieht zumindest verdächtig danach aus. Oh, warte. Nein, nein. Ja, und dann springt er direkt ins Aus. Ich habe einfach nur auf Aussteigen gedrückt und er springt rechts aus. Idiot. Man sollte vielleicht die Augen aufmachen, bevor man aus dem Wagen springt, lieber Batman. Dann wäre das nicht passiert. Nur so zur Info. Oh, und das ist aus Portal. Ja, ja, ich merke schon, dass hier immer stückchenweise ein paar Elemente aus den einzelnen Franchises gezeigt werden. Das soll wohl nochmal ein kleiner Rückblick sein. Da aber ja, wie gesagt, aufs Finale zu steuern und auch diese Geräte sind ganz klar aus Portal. Gut, jetzt sind wir schon ganz nah am Geschehen dran. Wo sind die anderen eigentlich? Kommen die mit oder haben die keinen Bock? Ich rufe sie mal. Funktioniert nicht. Lel. Dann bleibe ich eben bei Batman. Wenn die anderen keinen Bock haben. Vielleicht denken die sich ja auch, ja komm. Wir gehen lieber ein Eis essen, lass den Batman mal machen. Der wird die Welt schon retten. Kennt er sich aus mit? Ist es sein Job? Wir sind fein raus aus der Sache. Genau so muss es sein. Nein. Was? Beides falsch? Dreist. Okay. Yeah.
Oh oh, das sieht nach einem Battlefield aus. Ich könnte wirklich die Hexe gebrauchen und jetzt sind sie alle wieder da. Na, wie hat das Eis geschmeckt? War es gut? Mhm. Die Hexe hatte Zimt und Schokolade. Wildstyle hatte Vanille und Cappuccino, hat sie mir gerade mitgeteilt. Zimteis ist mega gut. Wirklich. Probiert das mal, wenn ihr die Möglichkeit habt. So geil. Doch, ich kann die Daleks besiegen. Holy shit, wie viele noch? Ich brauche Herzen. Viel zu viele Daleks. Verpiss dich mal. Boah. Hier wurden wir ja hart rangenommen. Aber egal. Denn wir sind durch. It's showtime. Wo ist Eisenbart? Und eure Freunde natürlich. Keine Ahnung. Es ist leer. So wie die Minen von Moria, als die Gefährten sie erreichten. Seht euch vor. Tu ich eh immer. Nein, 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 die sind nicht für euch. Nein, die sind für euch. Nö, die gefallen mir aber nicht. Habt ihr geglaubt, ihr könntet in meinem Palast spazieren und eure Freunde zurückstehlen? Ihr könnt euch nicht verstecken. Rück sie raus, Vortec. Das endet jetzt. In der Tat. Aber wie kann ich ihn verletzen? Moment, da hinten ist was. Glaubt ihr ernsthaft, ihr könntet mich besiegen? Was ist das? Oh, verdammt, das hat nichts mit dem Kampf zu tun. Wow, was sind das denn für Maschinen? Holy sh... Ja, na klar, können one-hitten, okay. Oder hatte ich nur ein Herz? Naja, egal. Hab keinen Schimmer, was ich machen soll. Schutzschild ist aber gar keine so schlechte Idee. Also, das ist jetzt echt blöd, aber die Tunnelberechnungen dauern länger als erwartet. Ihr müsst dort Vortec ablenken. Durchhalten also. Hab ich gar keinen Bock zu. Danke für die Trophäe. Ich kann mir eine Fähigkeit holen. Oh, wieso ist die jetzt gestorben? So, wenn mich diese Typen abschießen, ne? Ja, das regt doch sowas von auf. Ich habe schon so häufig gesagt, wenn man ständig von irgendwas beschossen wird, das regt so auf. Ich hasse solche Kämpfe. Die sind so scheiße. Ah. Jetzt kann ich ihn attackieren. Wenn das überhaupt was gebracht hat. Bin mir da nicht sicher. What the hell? Moment, wenn er jetzt mit Feuer rumspielt, dann werde ich höchstwahrscheinlich Wasser brauchen. Ich habe außersehen den Batman rübergestellt. So, jetzt aber. Wassermarsch! Oh crap, da ist wieder so eine Maschine. Ja, sorry, wenn ich hier jetzt häufig sterben sollte oder so, ne? Aber ich habe auch echt keinen Bock, da alle 5 Sekunden diesen Geschossen auszuweichen. Vor allem, ich komme ja auch gar nicht so richtig an das Toypad hin bei der Scheißaufnahme. Ah, da haben sie sich einen ganz, ganz grandiosen Fight ausgedacht. Vor allem ein Schuss zieht 2 Herzen schon ab. Wieso wird denn die Fähigkeit deaktiviert? Ich brauche die doch. Ja, ist mir egal. Ich werde jetzt hier einfach 1000-mal sterben. Ist halt so. Da ich die anderen Flachzangen nicht brauche, werde ich sie einfach mal vom Toypad nehmen. Das überlasse ich lieber euch.
ist das euer Ernst? Ja, verliert er überhaupt ein Leben? Was ist das denn? Das ist doch nicht fair! Einer links, einer rechts, dann kommt da noch was angeflogen. What the fuck? Von was wurde ich jetzt abgeschossen? Ich habe ihn doch schon getötet. Verstehe das, wer will. So, das war jetzt das erste Leben. Geil. Und ich bin glaube ich schon 6-mal abgekratzt. Ich tippe mal auf 20 Tode. Es ist vorbei. Gebt jetzt auf. Da hast du echt gar nicht mal so unrecht, ey. Du kämpfst ja dermaßen unfair. Da habe ich keine Chance. Was macht er denn da? Und da sind die Dinger schon wieder. Ja. Also die können irgendwie alle 3 Sekunden schießen. Und bis ich die getroffen habe, habe ich schon längst passiert. Beste. Nehme ich aber, wie gesagt, auch einfach in Kauf. Hauptsache, wir killen ihn irgendwann. Ist halt ein bisschen schade, dass dieser Kampf jetzt hier so schlecht ist. Und schon wieder die... Ihr könnt euch nicht verstecken. Sag mal, fällt ihm eigentlich auch was Neues ein oder macht er immer nur dasselbe? Naja gut, funktioniert ja wunderbar. Warum sollte er es ändern, ne? Na, wo kommen die? Da sind sie. Aber schon, hab schon auf euch gewartet. Und wieder von irgendwas abgeschossen worden, was gar nicht da ist. Cool. Die Luft hat mich attackiert. So, jetzt ist es vorbei. Leider ein grauenvoller Kampf. Ja, wo soll er denn sein? Ach, da. Moment, da ist noch einer am Leben. Ach, drauf geschissen. Mach einfach. Der hat mich nicht mal getroffen da hinten. Depp! Hat jemand mitgezählt? Vielleicht habe ich es ja sogar geschafft, unter 10-mal zu sterben. Das wäre klasse. Das dauert schon viel zu lange. Ist eine Schwäche. Ihr hättet eure Fundamentelemente besser zerstört. Hey, hier ist Facebook. Ich werde angegriffen. In solchen Momenten wünsche ich mir, ich könnte kämpfen und nicht nur sarkastisch sein. Hier bitte, Boss. Was hast du Expo angetan, Joker?
Ich habe ihm ein Lächeln geschenkt. Viereck. Ich spüre alles. Ich beherrsche alles. Pardon! Hey, gib uns unsere Freunde zurück. Keine Sorge, das Letzte, das ich tun will, ist, euch zu trennen. Wenn wir noch einen Fehler machen, wird er uns das antun? Dieses Rätsel möchte ich lieber nicht lösen, okay? Los! Eisenbart! Wir sind die drei. Robin nicht. Es gibt keinen Morgen. Nur noch die drei. Ihr könnt nicht ewig rennen. Jede Dimension ist mein. Und eure wird als erste leiden. Zerstört sie! Und dann zerstört ihre Welt. Oh nein! Das müssen wir verhindern. Ab dem nächsten Mal. Expo! Was haben Sie dir angetan? Ich fürchte, nicht jeder liebt meine sorglose Einstellung zur Rettung des Universums. Tut mir leid, dass ich eure... Aber ich habe das Tor programmiert. Bitte stoppt die drei. Ich glaube, das war's für mich, Leute. Gib dir nicht selbst die Schuld. Nein! Was sollen wir tun? Wir retten unsere Welten. Und unsere Freunde. Genau. Und dann machen wir Vortec platt.